Hier in diesem Köbel habe ich zwei veredelte Schlangengurken angepflanzt. Sie werden regelmäßig gegossen und ich habe sie auch schon mal gedüngt. Ich lasse jetzt trotzdem hier drin und schaue zu, was da weiter passiert. Recht viel größer sind sie nicht worden, aber hier gehen sie auch nicht den Weg rum. Hier in diesem Beet hatte ich ja den Knoblauch drin. Der Knoblauch wurde geerntet und es kamen ungefähr 3 Schubkarren mit Kompost dazu. Ich werde hier noch ein bisschen Pflanzerde oben drauf machen und mischen, dass der Kompost jetzt nicht zu intensiv wird. Und dann werde ich hier 3 Freilandgurken anbauen, die ich dann oben über den Bügel runterranken lasse. Das heißt, ich werde nochmal hier ungefähr und auf der drüberen Seite das gleiche nochmal so Bretter, wie ich oben habe, mit einspannen. Ist mal ein Gedanke, mal schauen, wie es wird. Das Beet ist hergerichtet. Es kamen noch 3 Säcke Pflanzerde oben drauf. Und die habe ich natürlich gemischt mit dem Kompost, der drunten war. Normal sollte man, wenn es heiß ist im Sommer, tagsüber nicht pflanzen. Aber er sagt Nachmittag Unwetter an. Und die schon ein paar Tage auf Halde stehen, muss ich schauen, dass ich es in die Erde kriege. Abgehärtet sind sie ja schon die ganze Woche. Das sollte das kleinste Problem sein. So, vielleicht schaue ich gleich, dass ich noch größere Pflanzstäbe finde. Ja, die Pflanzstäbe habe ich jetzt dicht an die Pflanzen gemacht. Kommt noch das Drahtringchen weg bei allen und das kleine Stäbchen. Und da kommen dann große Klammern hin. So, dass sie nicht umfallen. Mehr muss es ja nicht sein. Da gibt es verschiedene Klammern, wo man aufpassen für verschiedene Stangen, so wie hier. Da kommt die Pflanze fast nicht in Berührung mit der Klammer.
So. Und die dritte funktioniert auch. Aber das machen wir weg, das braucht man nicht. Ich weiß ja, dass es Freilandgurken sind. Und jetzt werden sie natürlich erst einmal eingeschwemmt. Gurken im Hochbeet hat Vorteile, hat Nachteile. Vorteil, die Erde ist locker, lockerer als der normale Boden. Nachteil, das Wasser läuft schneller ab. Also werde ich die Gurken später auch noch mulchen müssen. Und da die Gurken auch nicht so schnell wachsen, werde ich hier noch ein bisschen Salat anbauen. Es handelt sich hierbei um Salatherzen, weil komischerweise den Eissalat, was ich am liebsten mag, gibt es in den Gartensendern momentan nicht. Also probieren wir es halt mal mit Salatherzen. Und da ich weiß, dass meine gefräßigen Schleimer in der Nähe sind, werde ich einen Kragen drauf machen. Abstand heißt etwa 20 cm. Ja, das funktioniert, wenn ich Kragen an Kragen hier so. Na, Gott sei Dank gibt es teilweise noch Pflanzen in der Sechserpack. Nehmen wir mal eine kleine Gießkanne hier, damit die Pflanzen nicht gleich so drunter leiden. Nachdem ich hinten im Garten in den kleinen Hochbeeten nur mäßigen Erfolg habe mit den Zucchinis, mit den Hokkaidos, dachte ich, ich probiere es hier in diesem Beet mal mit einem Hokkaido, weil hier in der Mitte kann er sich über die ganze Fläche am Boden verteilen, wenn er es möchte. Im Hochbeet Nummer 1, habt ihr es ja gesehen, da hatte ich schon eine Zucchini reingetan. Nur am Anfang ein bisschen stützen, weil wir wissen ja nicht, wie stark das der Wind heute Nachmittag wird.
Und dass der Wind mir die Pflanze wieder rausreißt, das muss ich auch nicht haben. Und schon ist wieder ein Beet bepflanzt. Ich weiß nicht, ob man es erkennt, aber der Gärtner hat Besuch bekommen. Ein schöner Falter. Guck mal her. Ne? Ziemlich ramponiert von den Flügeln her. Aber es ist schön, wenn die Insekten spüren, dass man hier sehr viel für Insekten tut. Oder habt ihr schon mal einen Falter in die Finger gehabt? So, jetzt bringe ich dich woanders dahin, wo es schöner ist. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Erst hatten wir die Schneckenplagen und haben wir gejammert. Jetzt, wo die Schneckenzeit vorbei ist, so ziemlich durch die große Hitze, sind die Stanzen, die Stechmücken da. Jetzt ist die Frage, was ist wichtiger? Schütze ich meine Haut vor der Sonne und creme sie recht dick ein, dann finden die Stanzen trotzdem irgendeinen Punkt, wo man trotzdem durchkommt. Oder da ist schon wieder eine. Oder nehme ich ein Stanzenmittel her und reibe mich ein. Das habe ich jetzt gemacht. An der Arme zumindest hoffe ich, dass mich da keine mehr sticht. Und wenn, dann würde ich es auch nicht mehr merken. Weil ich denke, ich habe an jedem Arm 20 Stiche sowieso schon. Das ist, wenn man Garten hat, ist das normal. Deshalb werde ich jetzt nur noch versuchen, vormittags, wenn die Hitze noch nicht zu stark ist, was im Garten zu machen. Ich werde auch zwischendrin, wenn ich das Bedürfnis habe, das eine oder andere Gras rauszuschmeißen. Ich werde aber dann nicht immer die Kamera dabei haben. Ich werde euch aber jetzt was zeigen, was mich heute wieder richtig glücklich macht. Und das zeige ich euch jetzt. Wir sind vor dem Insektenbeet 1. Und ihr seht richtig, die erste Blüte ist aufgegangen. Morgen wird es vielleicht schon 2, 3 oder 4 sein.